Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Schäfer-Gümbel von der SPD zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Da Herr Boddenberg mich ja gebeten hat, noch einmal etwas zu Frankfurt zu sagen, will ich das gerne tun. Ich verstehe, dass nach wie vor Sie der Verlust der Oberbürgermeister-Direktwahl in Frankfurt so sehr schmerzt, dass Sie es hier immer wieder zum Thema machen müssen. Wenn Sie ein Problem mit der Dezernatszusammensetzung in Frankfurt und bestimmten Personalentscheidungen haben, dann empfehle ich Ihnen, das innerhalb der CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen-Koalition im Frankfurter Römer zu klären, weil da gehört es dann hin. Und die Frage, wer welche konsistente Linie beim Thema Frankfurter Flughafen innerhalb der Frankfurter Union hat, will ich mir zumindest den Hinweis erlauben, dass Boris Rhein auf den letzten Metern in der Direktwahl auch interessante Positionsschwankungen hatte. Insofern sollten wir das einfach einmal beenden, Herr Boddenberg, weil es wird nämlich irgendwann langweilig. Zweite Bemerkung. Wir haben ausdrücklich in einem Gespräch, auch in der Landtagsfraktion, Herr Kaufmann hat ja schon darauf hingewiesen, den Vorsitzenden der Fluglärmkommission ausdrücklich mit unterstützt in der Position, das positiv, konstruktiv zu begleiten. Weil das geht gar nicht anders für die Region. Und das hat der Kollege Weiß ausdrücklich gesagt. Weil wir grundsätzlich sehr dafür sind, dass das, was vor 16 Jahren angekündigt wurde, wo Ihre Regierungsfraktion in den letzten 16 Jahren nichts geliefert hat, dass das endlich gemacht wird. Und deswegen ist der Minister ausdrücklich gelobt worden. Die dritte Bemerkung, die ich mir allerdings nicht verkneifen kann, ist, in der Tat, im Juli dieses Jahres haben wir dem Ministerpräsidenten ausdrücklich angeboten, dort intensiv, auch konzeptionell zusammenzuarbeiten. Wir haben allerdings auch gesagt, dass das nicht so läuft, dass Sie sagen, wie es geht, und wir anschließend Ja und Abend sagen dürfen. Und der Ministerpräsident hatte das im Juli am Rande des letzten Plenums zugesagt. Das Ergebnis war das genaue Gegenteil. Herr Kollege, die 2 Minuten sind zu Ende. Ich weiß, wir haben ja später noch Gelegenheit. Deswegen letzte Bemerkung, Herr Boddenberg. Wenn man Gemeinsamkeit will, dann richtig, aber nicht immer nur einklagen, wenn es darum geht, Sie zu bejubeln. Dafür ist sich die SPD-Fraktion zu schade. Herr Kollege Boddenberg, Sie haben 2 Minuten zur Erwiderung. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Schäfer-Gümbel, dass Sie uns bejubeln, hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Das können Sie uns auch nicht ernsthaft unterstellen, dass das unsere Erwartung ist. Ich will nur 2 Punkte beantworten auf Ihre Kurzintervention. Erstens, beim Thema Oberbürgermeister Feldmann werde ich weiterhin genau diese Frage immer wieder stellen, solange bis Sie irgendwann einmal erklären, auf wessen Seite Sie eigentlich stehen. Das hat etwas damit zu tun, dass der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied zumal sich um das Wohl des Flughafens zu kümmern hat. Und dazu passt irgendwie nicht die Beorderung einer Stadträtin, die die Nordwestbahn und damit einen wesentlichen Entwicklungsteil des Frankfurter Flughafens wieder schließen will. Das passt nicht zusammen. Und auf das, was ich immer wieder höre, das ist ja auch der Vorwurf der GRÜNEN gewesen. Jetzt bin ich mal noch einmal in der letzten Legislaturperiode. Ihr habt 16 Jahre nichts gemacht. Das ist doch Quatsch. Wir haben beim Thema Lärm, aber Sie müssten mich doch in 2 Minuten wenigstens zu Wort kommen lassen. Wir haben bei dem Thema Lärmobergrenzen ein Problem gehabt mit dem Planfeststellungsbeschluss. Das habe ich eben ansatzweise gesagt. Es reichen aber nicht 10 Minuten aus, um die gesamte rechtliche Problematik darzulegen. Das wissen Sie ganz genau, weil dort sehr klar im Planfeststellungsbeschluss festgelegt ist, wann man in die Flugbetriebsgenehmigung eingreifen kann. Und da haben wir eine rechtliche Hürde. Und das ist der Grund, weshalb die Lärmobergrenzen im Koalitionsvertrag aufgetaucht sind, aber durchaus die Idee dahinter steckt, dass wir das freiwillig im Verbund mit der Luftverkehrswirtschaft hinbekommen, weil das andere, auch das habe ich eben gesagt, wird halt schwierig. Lassen Sie das auch einfach einmal weg, dass wir seit 16 Jahren in dieser Frage nichts unternommen haben. Das stimmt einfach nicht. Es gab rechtliche Implikationen, die das erschwert haben, und die können Sie nicht wegreden. Und darauf wollte ich bei der Gelegenheit einfach noch einmal Hinweise wünschen. Ansonsten gute Beratungen. Und wenn ich mir noch eine abschließende Bemerkung machen darf, ich mache einfach einmal einen Vorschlag. Wenn Sie dem Ministerpräsidenten einen Brief schreiben, dann setzen Sie uns CC, dann haben wir alle den gleichen Sachstand. Ich kenne den dann natürlich in Folge, diesen Brief. Aber Sie sind weiterhin herzlich eingeladen, im Ausschuss und an anderer Stelle mitzuwirken, dass wir zu einer guten Lösung kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Für die Landesregierung spricht nun der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Einführung einer Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen ist eine der wichtigsten Zielsetzungen dieser Landesregierung im Bereich Fluglärmschutz. Und es ist angesprochen worden, das Mediationsverfahren ist vor nunmehr über 16 Jahren zum Abschluss gekommen. Es sind dort etliche Empfehlungen abgegeben worden. Es gibt aber ein letztes offenes und damals aus Sicht der Mediatoren zentrales Versprechen, nämlich als Bestandteil des Anti-Lärm-Pakts eine Lärmobergrenze einzuführen. Und das wollen wir jetzt einlösen. Es gibt aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur dieses Versprechen von vor 16 Jahren, sondern es gibt auch neue Erkenntnisse. Und ich will an dieser Stelle ausdrücklich dem Kollegen Weiß widersprechen. Wir haben die Ergebnisse der NORA-Studie. Und die Ergebnisse der NORA-Studie zeigen, dass Handlungsbedarf besteht. Und im Vergleich zu 2007 gibt es mindestens sozusagen auf zwei Ebenen neue Erkenntnisse. Erstens die Frage der Belästigten. Wir wissen, dass bereits heute trotz der noch nicht ursprünglich im Planfeststellungsbeschluss erwarteten Lärmpegel, die wir ja noch lange nicht erreicht haben, dass bereits heute mehr Menschen von Fluglärm hoch belästigt sind als damals angenommen. Es sind allein 300.000 Menschen innerhalb des Gebiets mit mindestens 50 Dezibel Tagesdauerschallpegel, die von Fluglärm des Flughafens Frankfurt hoch belästigt sind. Wir sollten auch nicht vergessen, dass es auch außerhalb dieses großen Gebiets noch negative Auswirkungen gibt. Das ist eine neue Erkenntnis. Und die zweite neue Erkenntnis: Seit Erlass des Planfeststellungsbeschlusses im Dezember 2007 die Flugbewegungen steigen deutlich langsamer als damals angenommen. Die Prognosen der Fraport selbst sagen, dass die 700.000 Flugbewegungen, die ursprünglich mal für das Jahr 2020 angenommen wurden, sagen frühestens, wenn überhaupt, im Jahr 2035 erreicht werden. Und deswegen können wir an dieser Stelle, und das ist neu, das ist eine neue Erkenntnis, können wir an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass angesichts dieser Veränderung im Zeitablauf es weiteren technischen Fortschritt bei Flugzeugen und auch weitere An- und Abflugverfahren geben wird, die lärmreduzierend sind. Und darauf können wir reagieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, und darauf wollen wir reagieren. Ich will ausdrücklich an dieser Stelle sagen, ja, es werden mehr ältere Flugzeuge ausgemustert werden. Wir wollen mit der Lärmobergrenze sicherstellen, dass dieser Fortschritt den Betroffenen in unserer Region zugutekommt, damit der Flughafen sich einerseits entwickeln kann und andererseits die Menschen etwas davon haben und der Lärmschutz zu seinem Stellenwert kommt und am Ende eine Sicherheit besteht, dass dieses Grundgefühl in der Region, das es ja gibt, es wird immer schlimmer, dass diesem Grundgefühl etwas entgegengesetzt wird. Das ist dringend nötig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das wird ja jetzt teilweise vorgeworfen, dass wir nur den Anstieg des Lärms begrenzen wollen. Aber ich will ausdrücklich sagen, viele haben das nicht vor Augen. Ohne eine Lärmobergrenze könnte es noch deutlich lauter werden als heute. Und deswegen sieht unser Modell vor, dass wir den Lärm um 1,8 Dezibel gegenüber dem im Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Dauerschallpegel reduzieren, dass wir, um das zu erreichen, die Fläche begrenzen, in der die Lärmbelastung rund um den Flughafen besonders hoch ist, und ganz wichtig, dass wir anhand der real stattgefundenen Flugbewegung dann immer berechnen, ob die Lärmobergrenze im Vorjahr eingehalten wurde. Ich will noch einmal ausdrücklich sagen, Ziel einer Lärmobergrenze ist, dass sie nie erreicht wird, dass sie von vornherein einen Anreiz zur Lärmreduzierung bietet, die dafür sorgt, dass alle diese Möglichkeiten dann auch wahrgenommen werden und dass man am Ende niemals in eine Situation kommt,
dass der Fall eintritt, dass sie erreicht oder überschritten wird. Und an dieser Stelle, Herr Kollege Lenders, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen. Ja, wir haben natürlich in unserem Konzept auch die Frage beantwortet, was aus unserer Sicht geschehen sollte, wenn sie erreicht wird, wenn sie einmal überschritten wird, Stichwort gelbe Karte, und wenn sie zweimal überschritten wird, im Folgejahr, Stichwort Einfrieren der Flugbewegung. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt, dann müsste man wissen, dass sozusagen Flugpläne ja im Vorfeld gemacht werden. Im Vorfeld gemacht werden. Und an dieser, ja klar. Und wenn wir sagen einfrieren, heißt das natürlich, dass der Flugplan weiter abgewickelt werden kann, sondern dass man den Zuwachs begrenzt, der dann vielleicht im Flugplan darauf geplant ist. Und hier in den Raum zu stellen, dass man dann sozusagen am 27. Dezember losfliegt, aber nicht mehr zurückkommen kann, das ist wirklich albern, Herr Kollege Lenders. Das ist wirklich albern. Und ich wollte es nicht ansprechen, aber ich mache es jetzt einfach. Weil, wenn Sie sich hier hinstellen und so etwas behaupten, dann wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Sie gekommen wären, als ich den Obleuten vor der Pressekonferenz angeboten habe, das Konzept vorzustellen und Fragen zu beantworten. Die einzige Fraktion, die nicht da war, war die FDP. Aber sich dann hier hinstellen und so ein Zeug behaupten, das geht einfach nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das geht einfach nicht. Also, wir werden technische Fortschritte und Reduktionen durch neue, leisere Flugzeuge sowie umgesetzte aktive Schallschutzmaßnahmen natürlich bei der Berechnung der Lärmobergrenze berücksichtigen. Und an dieser Stelle, lieber Kollege Marius Weiß, ja, was meinen Sie denn, warum ich mich beispielsweise gegenüber der Lufthansa so aufgeregt habe, dass die ersten beiden A350, die im Januar kommen, nach München gestellt werden und nicht nach Frankfurt? Ja, auch rund um München gibt es Lärmbetroffene. Aber es sind deutlich weniger als hier, wenn man weiß, wo der Flughafen liegt. Und an dieser Stelle will ich noch einmal ausdrücklich sagen, wir wollen mit einer Lärmobergrenze erreichen, dass die Lufthansa, wenn sie neue Flugzeuge bekommt, im Zweifel die Dinger lieber nach Frankfurt stellt. Das genau ist der Sinn einer Lärmobergrenze. Und ich behaupte, wenn wir sie schon hätten, dann würden die beiden A350, die im Januar kommen, auch in Frankfurt stehen und nicht in München, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil das, genau das ist der Ziel eines solchen Instruments. Klare Anreize für aktiven Schallschutz zu geben, klar zu sagen an die Luftverkehrsindustrie, wenn der Flugverkehr noch deutlich wachsen soll, dann muss die einzelne Bewegung leiser werden. Dass wir mit unserem Vorschlag auch auf Kritik stoßen würden, das liegt in der Natur des Konflikts. Und ehrlich gesagt, auch die vorgebrachten Argumente waren vorherzusehen. Wenn die Luftverkehrswirtschaft bemängelt, es gäbe keine Rechtsgrundlage, dann hat uns das ehrlich gesagt niemand überrascht, dass die FDP deren Strategie erwartungsgemäß übernimmt. Überrascht uns auch nicht. Ich will aber noch einmal ausdrücklich sagen, ein Blick in den Planfeststellungsbeschluss zeigt, dass genau für solche Fälle der Planfeststellungsbeschluss selbst Öffnungsklausel enthält in Form der berühmten Auflagenvorbehalte und dass diese Auflagenvorbehalte auch nachträgliche Änderungen der betrieblichen Regelungen ermöglichen, z.B. in der Betriebsgenehmigung. Und wenn die SPD an dieser Stelle jetzt kritisiert, dass man über die Betriebsgenehmigung nachdenkt und stattdessen eine Änderung des Planfeststellungsbeschlusses in die Debatte bringt, dann will ich Sie einmal fragen, was ist eigentlich aus Ihrer Sicht der mildere Eingriff? Oder mal andersrum gesagt, haben Sie eigentlich einmal mit der Fraport über die Frage geredet, ob die begeistert sind, wenn Sie jetzt in den Planfeststellungsbeschluss eingreifen wollen? Also ich finde, dass Sie sich einmal überlegen müssen, ob Ihre Argumente an dieser Stelle eigentlich zusammenpassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn auf der anderen Seite, die Linkspartei fordert, man solle die Kapazität des Flughafens auf 380.000 Bewegungen beschränken, dann ist auch das erwartbar gewesen. Man muss allerdings dazu sagen, das ist völlig konträr zum Planfeststellungsbeschluss. Und wenn ich Ihre Argumente von heute Morgen in der Biblis-Debatte, liebe Kollegin Wissler, mal auf diesen Bereich anwende, dann müssten Sie selbst zugeben, dass Sie keinen Weg aufgezeigt haben, wie diese Forderung in die Realität umgesetzt werden könnte, weil es einfach offensichtlich rechtswidrig wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit hilft man keinem lärmgeplagten Anwohner, wenn man etwas fordert, von dem man selbst weiß, dass es
Stichwort 380.000 Flugbewegungen, überhaupt nicht umsetzbar ist. Ich habe es schon einmal versucht, damit Kollegin Wissler, die ja an diesen Punkten sehr theoriefest ist, es aus meiner Sicht auch versteht. Ich zitiere die 11. These zu Feuerbach von Karl Marx. Philosophen haben die Welt immer nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und deswegen, ja, zum Besseren. Es kommt darauf an, sie zum Besseren zu verändern. Das hat Marx nicht gesagt, aber das hat er gemeint, zum Besseren zu verändern. Und deswegen an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich. Es kommt nicht darauf an, die unterschiedlichen Fluglärmsituationen zu beklagen. Es muss kommt die darauf Redezeit an, erinnern. Die Situation zu verändern. Und genau das wollen wir tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen wir werden mit den wichtigen Akteuren, und die wichtigen Akteure in diesem Zusammenhang sind die Luftverkehrswirtschaft, es ist die Fluglärmkommission, es ist das Forum Flughafen und Region über unser Modell die Gespräche aufnehmen. Das erste Gespräch hierzu findet heute Nachmittag statt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich finde, Herr Kollege Weiß, wenn Sie uns vorwerfen, wenn Sie mir vorwerfen als Minister und uns als Landesregierung, wir wären arrogant gewesen. Ich zitiere einmal die Presseerklärung der Fluglärmkommission. Ich habe ja die gesamte Fluglärmkommission und das Forum Flughafen und Region eingeladen. Wir haben diskutiert über unser Modell, Fragen beantwortet. Da sind viele Menschen, die wirklich an der Sache interessiert sind. Und die Fluglärmkommission hat gesagt, wir begrüßen ausdrücklich, dass die Landesregierung endlich den jahrelangen politischen Bekenntnissen und Versprechungen Taten folgen lässt. Eine Lärmobergrenze ist aus unserer Sicht das wichtigste Instrument zum Erreichen wirksamen Schutzes vor Fluglärm in der Region. Durch eine Begrenzung des Lärmanstiegs erlangen auch die Anwohnerinnen des Flughafenumlands erstmalig Planungssicherheit, ein Privileg, welches bislang nur die Luftverkehrswirtschaft für sich in Anspruch nehmen konnte. Soweit die Fluglärmkommission. Ich finde, so sehr werden sicherlich Leute, die sich irgendwie nicht gerecht behandelt fühlen, nicht reagieren. Also auch da, wer an der Sache interessiert ist, wem es wirklich darum geht, Fortschritte zu erreichen, der arbeitet mit. Und an dieser Stelle kann ich Ihnen nur sagen, auch da sind Sie herzlich eingeladen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich sagen, das Ziel bleibt die erfolgreiche Standortentwicklung und der wirksame Lärmschutz gleichermaßen. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir hier auch zu einer einvernehmlichen Vereinbarung kommen können. Aber ein ganz zentraler Punkt wird sein, wie wir eine Form von Verbindlichkeit schaffen können, die geeignet ist, ausreichend Vertrauen in der Region in die Einhaltung einer gemeinsam vereinbarten Lärmobergrenze zu schaffen. Wir meinen das ernst mit den Verhandlungen, auch mit der Luftverkehrswirtschaft, dass wir zu einer Vereinbarung kommen wollen, aber ausdrücklich, wenn es zu einer keine Vereinbarung kommt, dann werden wir tätig werden und die Lärmobergrenze als zuständige Behörde entsprechend festlegen. Und jetzt freue ich mich auf gute, an der Sache orientierte Verhandlungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil wir noch einen Antrag dazu haben, Kollegin Wissler hat ihn angesprochen, Stichwort Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn. Ja, das ist ausdrücklich richtig und wichtig. Und wir haben eine erste leicht positive Entwicklung an der leicht rückläufigen Entwicklung der Kurzstreckenflüge. Im Jahr 2014 gab es noch 62.361 Passagierflugbewegungen zu Zielen, die mit der Bahn in höchstens 4 Stunden erreichbar waren. 2015 waren es noch 60.523. Prozentual entspricht das einem Rückgang von 14,3% am Flugaufkommen 2014 auf 13,9% in 2015. Das zeigt bereits eine Tendenz, die wir unterstützen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sprechen dazu mit denjenigen, die über entsprechendes Wissen, Möglichkeiten und Interesse verfügen, Reiseabläufe zugunsten der klimafreundlichen Bahnreise gerade auch als Zubringer zu Mittel- und Langstreckenflügen zu beeinflussen. Und ich will ausdrücklich sagen, es geht nicht um den bloßen Ersatz eines Verkehrsträgers durch den anderen. Es geht an dieser Stelle um die Vernetzung von Luft und Schiene. Da kann man auf die reinen Reisezeiten schauen. Aber es gibt noch ein paar Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Zugangsmöglichkeiten, Komfort, Anschlusssicherheit mit allem, was dazugehört. Also an dieser Stelle geht es um die echte Integration zweier traditionell
unterschiedlicher Systeme. Wir sind im Gespräch mit der Lufthansa, dem größten Kunden des Flughafens, und mit der Deutschen Bahn. Wir sind in guten Gesprächen, und es gilt an dieser Stelle auch, den Rückenwind aus diesen guten Gesprächen zu nutzen und gemeinsam an den Details weiterzuarbeiten. Hart und vertrauensvoll, das ist der Kurs der Landesregierung. Entwicklung ermöglichen, Lärm begrenzen. Diese Arbeit hat am Ende Erfolg. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Lenders von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Kollege, 2 Minuten Redezeit. Herr Staatsminister Al-Wazir, wenn Sie einem Abgeordneten hier im Haus so einen Vorwurf machen, finde ich, kann man das einfach nicht so stehen lassen. Also, ich glaube, Sie kommen aus der Rolle des Fraktionsvorsitzenden immer noch nicht ganz raus. Wenn Sie mir 2 Tage vorher von einem Mitarbeiter eine Einladung zukommen lassen zu einem Obleutegespräch und der nächste Tag dann der Wirtschaftsausschuss tagt und ich mit dieser Einladung oder mit dem Adressaten überhaupt nichts anfangen konnte und auch gar nicht im Lande war, Al-Wazir, dann sich jetzt hier im Parlament mir diesen Vorwurf zu machen, ist einfach unverschämt. Sie hätten Ihre, Herr Al-Wazir, Ihre Kollegin hatte in ähnlich schwierigen Situationen, wenn es auch für Sie vielleicht manchmal nicht einfach war, persönlich zum Telefonhörer gegriffen und hat gesagt, Herr Lenders, hören Sie mal zu, ich habe da mal was mit Ihnen zu besprechen, geht denn das? Ich will Ihnen mal eins sagen, in unserer Regierungszeit hat sich der Staatssekretär Säbisch und auch der Staatsminister Posch und Rentsch regelmäßig mit den Obleuten ins Benehmen gesetzt. Regelmäßig. Mir als Sprecher war das manchmal ein bisschen zu viel. Ich habe bis heute mit Ihrem Staatssekretär noch kein vernünftiges Wort mal unter 4 Augen gesprochen, geschweige denn mit Ihnen. Einem solch einen Vorwurf hier im Parlament zu machen, ist schlichtweg eine Unverschämtheit. Danke, Herr Kollege Lenders. Es gibt keine Wortmeldung von Seiten der Landesregierung dazu. Dann rufe ich Kollegen Rentsch auf von der FDP. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, Kollege Staatsminister, ich habe hier meine ganzen Informationen auf diesem elektronischen Gerät. Dann muss ich das nicht alles noch einmal aufschreiben. Und wer meine Handschrift kennt, weiß, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Meine Damen und Herren, die Debatte, die wir heute hier führen über mehr Lärmschutz und das, was Staatsminister Al-Wazir hier vorgetragen hat und das auch, was Kollege Boddenberg vorgetragen hat, möchte ich noch einmal in einen anderen Kontext stellen. Ich will gar nicht verhehlen, dass wir in diesem Hause eine unterschiedliche Sichtweise auf die Frage haben, wie Lärmschutz zu realisieren ist, dass es da sehr unterschiedliche Ansätze gab. Herr Boddenberg, ich habe eine Rede von Ihnen herausgesucht, die ich spannend fand, weil Sie ja vorhin gesagt haben, man muss sich an das erinnern, was man früher einmal gesagt hat. Da haben Sie in einer Debatte am 24. Februar 2005 den Kollegen Kaufmann beleidigt, indem Sie gesagt haben, Sie vernichten und verhindern Arbeitsplätze mit Ihrer Politik. Sie sind der größte Arbeitsplatzvernichter in Deutschland, sind die GRÜNEN, meine Damen und Herren. Das waren Ihre Reden. Aber ich weiß, 2005 und 2016, das sind 11 Jahre, da kann man so etwas schon einmal vergessen. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht darum gar nicht, und es geht auch nicht um Luken, um Alkem. Es geht heute um die Frage, ob wir bei der Geschichte Flughafen und bei der Gesamtentwicklung hier den richtigen Akzent setzen. Und da muss ich sagen, Herr Boddenberg, war ich bei vielem von dem, was Sie früher einmal gesagt haben, bei Ihnen. Nämlich bei der Frage, dass dieser Flughafen nicht nur als größte Arbeitsstätte der Bundesrepublik, sondern auch als Spiegelbild dessen, was wir in der Volkswirtschaft an Entwicklung haben, ein ganz wichtiges Element ist. Und dann kann man doch leider sich nicht hier hinstellen, und neben der Tatsache, dass Ihre Zahlen falsch waren, die Entwicklung übersehen, die wir gerade haben, dass Frankfurt an Platz 4 abgerutscht ist bei der Passagierentwicklung zwischen den großen europäischen Flughäfen. Also zurückgefallen ist, auf der einen Seite, können Sie gerne gleich klarstellen, zurückgefallen ist, und wir auf der anderen Seite heute vom IW eine Studie übermittelt bekommen, wo gesagt wird, dass die Produktivität auf der einen Seite, die Lohnstückkosten, aber auch die Investitionen in Deutschland auf der einen Seite die Lohnstückkosten steigen, um Investitionen zurückgehen.
Und dann stellt sich der Wirtschaftsminister hin und feiert sich dafür, dass weniger Flüge am Frankfurter Flughafen stattfinden, mit der sehr, ich sag mal, banalen, naiven Überlegung, wie er halt so ist, nach dem Motto, die finden jetzt alle auf der Bahn statt, meine Damen und Herren. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass wir auf diesem Niveau über den Frankfurter Flughafen diskutieren. Das ist doch unfassbar, was hier stattfindet. Also, wenn es um Wachstum geht, würde ich mir von dieser Landesregierung wünschen, dass sie eben nicht nur die Frage Lärmschutz. Und Herr Kollege Al-Wazir, die Bemerkung gestatten Sie mir, ich sage sonst nichts mehr zu dieser alten und neuen Rolle, aber dass Sie uns in einer Pressemitteilung vorgeworfen haben, wir hätten nichts, Kollege Posch und ich, zum Thema Lärmschutz gemacht, obwohl wir gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten die Allianz für mehr Lärmschutz auf den Weg gebracht haben, Kollege Lenders hat gesagt, finde ich ernsthaft, das muss nicht sein, muss man sich nicht vorwerfen, ist auch ziemlich daneben, aber kann man so machen. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass eben diese Frage auch in den Mittelpunkt kommt. Und Herr Kollege Boddenberg, nur dazu. Die Lufthansa hat 8,4% an den Anteilen des ausgegebenen Aktienvermögens der Fraport. Sie ist direkt beteiligt. In München ist die Lufthansa beteiligt an der Betreibergesellschaft des Terminal 2. Die Lufthansa hat also hier eigentlich ein originäres Interesse daran, dass der Frankfurter Flughafen wächst. Trotzdem hat der Kollege Weiß recht. Ist es doch ein interessantes Signal, dass die Lufthansa an dieser Stelle sagt, die neuen Flugzeuge werden nicht in Frankfurt stationiert. Deshalb glaube ich, ist das, was Kollege Lenders gesagt hat, doch ein wichtiger Punkt. Natürlich können Sie, das ist Ihr gutes Recht, mit den Institutionen über die Frage verhandeln, was kann man für mehr Lärmschutz tun. Aber zum Schluss müssen Sie die Frage beantworten, was Sie machen, wenn diese Institutionen wie die Lufthansa und wie die Fraport, die sich ja außergewöhnlich negativ geäußert hat, übrigens, Herr Kollege Al-Wazir, bevor Sie dann die Obleute zusammengerufen haben, konnten wir ja alle schon in der Zeitung lesen. Also, das war ja auch wieder eine Maßnahme, die zeigt, wo ungefähr der Schwerpunkt sitzt, bei der Unterrichtung des Parlaments oder bei der Frage, wie man Pressearbeit macht. Aber dann können Sie doch nicht ernsthaft sagen, Sie wollen einen runden Tisch machen. Sie müssen zum Schluss beantworten, wie Sie die Frage rechtlich umsetzen wollen. Und ich kann das schon ankündigen, die FDP-Fraktion wird in jedem Fall hier auch gutachterlich tätig werden. Wir werden uns das, sollte es dort eine rechtliche Lösung seitens der Landesregierung geben, das gutachterlich begleiten, weil wir hier die Chancen für eine rechtliche Lösung, die Ihre Vorstellung beinhaltet, sehr, sehr juristisch kritisch sehen. Das werden wir auf jeden Fall nicht so einfach laufen lassen. Und deshalb zum Abschluss dieser Debatte. Ich würde mir mal neben der Tatsache, dass die Union von alten Positionen abrückt, auch bei der Frage, wie diese 701.000 Flüge mal als Lärmdeckel ja von Ihnen definiert worden sind, ja mittlerweile anscheinend keine Rolle mehr spielen, wirklich wünschen, dass diese Landesregierung diese Frage, welche Bedeutung der Flughafen hat, nicht nur unter dem Thema Lärmschutzgesichtspunkt betrachtet, sondern auch mal wieder das Thema Prosperität und Wachstum dieses Flughafens in den Mittelpunkt gestellt wird. Das spielt keine Rolle mehr. Das bedauere ich, aber ich halte es auch für eine große Gefahr, weil dieser Flughafen, Herr Kollege Boddenberg, und da kann ich nicht lachen, sondern da mache ich mir wirklich Sorgen, eine immense Bedeutung nicht nur für Hessen hat, sondern auch für die Bundesrepublik. Ja. Und Inszenierung ist ein gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass das hier eine Inszenierung ist, den Herr Leuten Kollege, zu verkaufen. Sie müssen zum Ende kommen. Frau Präsidentin, vielen Dank. Wir machen hier ein bisschen was, aber wir können es trotzdem rechtlich nicht durchsetzen. Die Union ist eigentlich für Wirtschaft, aber auch irgendwie nicht. Und sie ist für die Anwohner, aber muss auch noch mit den Grünen koalieren. Also, wenn Sie das alles aufgedröselt haben, sagen Sie uns Bescheid. Möglicherweise lesen wir das beim nächsten Mal ja nicht in der Presse, sondern werden direkt von Ihnen informiert. Trotzdem, wir werden Ihnen das auf jeden Fall insofern nicht durchgehen lassen, dass Sie beim Thema Wirtschaftswachstum die Prioritäten nicht richtig setzen. Und ich sage Ihnen gerne Herr Kollege, zu, dass wir gerne bereit sind, mit Ihnen konstruktiv darüber zu reden, was man machen kann. Aber wenn Sie versuchen, Institutionen rechtlich zu zwingen, was rechtlich nicht möglich ist, werden wir in dieser Frage aktiv werden. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rentsch. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schäfer-Gümbel von der Fraktion der SPD. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich nach den Ausführungen des Wirtschaftsministers noch einmal zu Wort gemeldet, um einige Punkte aus unserer Sicht klarzustellen. Ich will noch einmal da anfangen, Herr Boddenberg, wo ich in der Kurzintervention schon begonnen habe. Ja, wir wollen eine Lärmobergrenze. Und ich wiederhole es, auch wenn Sie es nicht mehr hören können. Das ist auch ein Thema, weil Sie es in 16 Jahren nicht hinbekommen haben, eine Lärmobergrenze, so wie sie versprochen war, zu organisieren. Wenn Sie dann beklagen, Herr Boddenberg, wenn Sie dann beklagen, dass hier nicht hinreichend Zeit ist, um die komplexen – und ich teile das, es sind komplexe Fragen – aufzurufen, frage ich mich, wenn das eine solche Bedeutung für das Land hat – und das teile ich – warum dann die Landesregierung angesichts ihres Konzeptes
nicht am Dienstag eine Regierungserklärung mit einer halben Stunde Zeit dazu gemacht hätte, dann hätten wir qualifizierter über dieses Thema reden können als jetzt. Dies waren die beiden Vorbemerkungen zur Sache selbst. Ich will Sie zunächst vermessen vor den eigenen Ansprüchen. Der Ministerpräsident hat hier mehrfach gesagt, am Frankfurter Flughafen, also nach 2014, er hat es auch im Rahmen des Flugpakets schon einmal im Jahr 2012 gesagt, es müsse am Frankfurter Flughafen leiser werden. Heute hat der Minister ausdrücklich, und ich finde, er hat völlig recht, den Vorwurf kann man nämlich nicht machen, präzise darüber geredet, dass der Lärmanstieg abgeschwächt wird. Es wird nicht leiser werden am Frankfurter Flughafen, sondern der Lärmzuwachs wird nicht so stark ausfallen, wie er mit möglichen 701.000 Flugbewegungen ist. Das haben wir übrigens immer vorher gesagt. Wir wurden dafür manchmal beschimpft. Aber ich finde, dass dieser Punkt von Realitätseinkehr in das Handeln auch von Akteuren ausdrücklich zu begrüßen ist. Über den grünen Anspruch beim Frankfurter Flughafen will ich jetzt mal heute ausdrücklich nicht reden. Damit will ich zur zweiten Bemerkung kommen und zu dem wichtigsten Argument des Ministers, warum er einen bestimmten Weg beschrieben hat. Das ist der sogenannte Auflagenvorbehalt. Und er hat dann gefragt, was ist eigentlich der mildere Eingriff? Ich will Ihnen sagen, Herr Minister, die Frage des milderen Eingriffs ist für uns im Moment nicht die entscheidende Kategorie. Für uns ist die entscheidende Kategorie, ist eine mögliche Lärmobergrenze erstens verlässlich und verbindlich, und zweitens ist sie rechtssicher. Nun argumentieren Sie, dass Sie an die Betriebsgenehmigung ran wollen, wenn es keine freiwillige Vereinbarung gibt. Ich hätte gerne einmal den Zeitplan gewusst. Ich hätte auch gerne für die Verhandlungen mal gerne die roten Linien gewusst, weil das, was Sie vorgestellt haben, wird ganz ausdrücklich nicht das Ergebnis von Verhandlungen sein. Außer Sie sagen, es gibt da überhaupt keinen Verhandlungsspielraum, sondern wenn das, was Sie wollen, nicht gemacht wird, dann wird es etwas geben. Dann können Sie das allerdings auch in den nächsten 4 Wochen erklären, weil Fraport könnte sich dazu schnell erklären, die Lufthansa könnte sich schnell dazu erklären und andere. Dann geht es flott. Aber wenn das so ist, nicht so ist, Sie dann im nächsten Jahr irgendwann einmal zu Ergebnissen kommen, dann wollen Sie an die Betriebsgenehmigung. Im Wesentlichen begründet über das Thema Nora. Der Auflagenvorbehalt bei Betriebsgenehmigungen ist öffentliche Sicherheit und Ordnung. Wenn die Nora-Studie die Begründung ist, über Sicherheit und Ordnung zu intervenieren, dann müssen Sie es sofort tun. Dann ist ein Verweis auf nächstes Jahr nämlich ausdrücklich nicht mehr zulässig. Und den Hinweis will ich schon gegeben haben. Dann kommt Herr Boddenberg und erklärt, ja, an den Planfeststellungsbeschluss können wir aber gar nicht, weil wir wissen ja gar nicht, ob wir das Ding aufmachen. Selbst das, was der Minister in seinen Prognosen jetzt unterstellt für die Berechnung der Lärmobergrenze, ist über 600.000 Flugbewegungen. Die 600.000 Flugbewegungen sind nach Planfeststellungsbeschluss der Planungsfall null. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im Genehmigungsbereich der Nordwest und nicht anders. Deswegen halte ich das in der Tat für ein ziemlich vorgeschobenes Argument, um sozusagen an das eigentliche Thema nicht heranzugehen. Jetzt sage ich Ihnen, was meine Befürchtung ist. Meine Befürchtung ist, und deswegen habe ich dem Ministerpräsidenten im Juli konkrete Gespräche angeboten, die nicht angenommen werden. Das nehme ich zur Kenntnis. Müssen Sie nicht, Sie sind Regierung. Aber kommen Sie mir sozusagen nicht mit der Botschaft nach dem Motto, so beteiligen Sie sich jetzt im Rahmen von Ausschussarbeit. Meine Sorge ist, dass Sie im Kern ein Zeitspiel planen. Wann immer Sie nächstes Jahr zu irgendeiner Form von freiwilliger Vereinbarung kommen oder auch nicht, dann ein möglicherweise rechtsuntaugliches Instrument ziehen, an dessen Ende dann allerdings nach der Periode, weil die Zeitläufe sind dann so, ein Nullergebnis haben. Und deswegen sage ich Ihnen, unser Anspruch ist und bleibt. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Letzter Satz. Wir wollen eine Lärmobergrenze, die rechtssicher und planbar für alle Beteiligten ist. Und unter der Messlatte läuft das, was Sie bisher vorgestellt haben, meilenweit unten drunter durch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
kann ich davon ausgehen, dass der Entschließungsantrag ebenfalls in den WVA überwiesen wird. Dann machen wir das so, alle Anträge inklusive Entschließungsantrag.